Okay, wir gehen hier direkt rein. Wir sehen hier Belcampo und Fuego Elo. Das ist hier schon Losers Bracket. Und Frechfuchs und Happylori. Happylori, genau. Ja. Schauen wir mal. Wir sehen hier auf jeden Fall ungewöhnliche Charakter. Also ja. Fuego Elo auf Minwin habe ich so noch nicht gesehen. Auch gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Aber ja, Belcampo hier mit DK. Das heißt, Fuego Elo mit Minmin. Und Hyplori und Frechbox kenne ich beide noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob das die Mains sind, die hier gespielt werden. Also in Friendlies zumindest habe ich bei... also ich habe zumindest den Kazuya schon gesehen in Friendlies. Okay. Ich weiß nicht, wer von beiden den spielt. Nee, also Kev und Gi sind auch so Tags, die mir jetzt gar nichts sagen. Wir haben auf jeden Fall hier... schon auf den letzten Stock, während der Kazuya noch hier komplett tankt mit 3 Stocks. Okay, nevermind. 2 Stocks. Gut, aber nicht der einzige mit 3 Stocks, sondern hier Fuego Elo mit der Minmin auch. Ja, das ist ja auf jeden Fall ein Charakter, mit dem kann man gut Abstand halten, da kann man auch ein bisschen campen. Oh ja. Kommt man nicht so gut dran. In Teams, ich meine, gerade mit einem Teampartner wie DK ist es dann halt auch so, triffst halt, aber ist auch nicht so schlimm, weil der ist heavy. Ja, auf jeden Fall. Aber er wird getroffen. Wir haben schon gesehen, eben, dass Fuego Elo kein Problem damit hat, seinen eigenen Teammate zu killen, so wie hier. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob Gi weiß, wie man sich einen Stock zieht oder ob das gerade ein Plan ist, dass der Herr Victor, der mir heavy ist. Nee, okay, hat's rausgefunden. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß bis heute nicht, wie man das macht. Ich drücke einfach alle Knöpfe und dann funktioniert's. Ja, entweder A und B oder Start, irgendeiner von beiden. Irgendwie funktioniert's auf jeden Fall immer. Ja. Ein bisschen rummashen. Ja, macht man sonst ja auch im Game. Ist so. Ja, also wir können hier sehen, schon 3 von den Charakteren auf 1 Stock. Kazuya hat ja jetzt gerade den Stock verloren. Ja, war auch schon bei 170% oder so und jetzt wird es für Gi natürlich schwierig. Das wird natürlich gepunished. Oh. Alles, was man jetzt macht, wird irgendwie gepunished. Und der DK mit den Low Slaps versucht es ja mit dem Spike. Ja. Da waren, glaube ich, die iFrames schon aktiv von Corin. Geht hier für den Suicide. Okay. Aber haben ja noch einen Stock. Hey. Können alles machen. Einen noch von denen? Also so 2 SDs und dann... Oh, ne? Aber das war... Das könnte es gewesen sein. Oh! Oh! Tech! Oh! Oh! Geht geklatscht. Ja, ja, sehr schön. Also Happylori und Frechfuchs hier gerade mit dem 1:0. Perfekt. Ja, das wäre auf jeden Fall ein heftiges Upset. Hey, das war okay. Also ich schätze mal, die bleiben bei den Chars oder spielen grundsätzlich einfach, worauf die gerade Lust haben. Zumindest hier gerade Belcampo und Fuego Elo. Ja, die wechseln schon die ganze Zeit. Wir haben eben Belcampo gesehen mit Young Link. Ja, wir haben auch gegen die gespielt und da haben die ja auch Random Chars gespielt. Also wir haben Incineroar haben alle gespielt und ja. Little Mac. Ja, ja, das haben wir eben on-stream auch gesehen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Bebe Campo ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, schon das 3. Game hintereinander auf den DK. Scheint nicht Spaß zu machen. Ja, DK ist auch einfach ein lustiger Char. Ja. Er ist so sehr basic, wie so ein Mario, der schwer ist. Ja. Und einfach lustig. So, jeder mag DK. Ja, jeder hat einen DK. Das ist halt wirklich so. Oh. Oh, wir sehen hier schon den Early Kill gegen die Nithra. Wahrscheinlich irgendwie, ich hab's gar nicht gesehen. Ja, das war der Jab. Also gerade im Jab gewesen, rausgeairdodged, tot. Ja, Ultimate Klassiker. Ja. Buffer System. Mal gucken. Mal gucken, ob die jetzt sich ein bisschen nach vorne lehnen, Jacke ausziehen und super serious spielen. Ja. Kannst mir noch nicht ganz vorstellen bei den beiden. Ja, DK, DK Serious spielen, wenn man den sonst als Funcher hat, kann man gar nicht richtig. Obwohl, ich sehe hier schon Grabs hier. Okay, einfach weggeworfen. Das ist die eine Sache, die DK hat, die irgendwie nicht cool ist. Aber da halt auch die Sache, die gut ist. Ja, wirklich. Früher war es Ding Dong, jetzt ist es halt Schnappst ihn dir und entführst ihn kurz. Was ja auch Canon ist. Vielleicht nicht von DK selbst. Naja, früher hier dieses Jumpman-Spiel. Also dieses erste Donkey Kong-Spiel. Boah, die Fässer wirft. Ja, genau. Ja, stimmt. Er trägt die so über den Kopf wie die Fässer. Und die aufgefallen. Wurde hier gefutzt offstage, oder? Ich glaube schon, ja. Okay.
Wir haben trotzdem noch ein kleines Lied für Fuego Elo und Bebe Campo, auch wenn beide hier so gestorben sind. Okay. Jetzt ist kein kleiner Lied mehr. Jetzt ist es schon ordentlich. Aber eben war es auch so. Deswegen ist noch alles möglich. Okay. Bebe Campo will auf jeden Fall hier für die Fair Spikes gehen. Auf jeden Fall. Er will spiken. Ja. Oder irgendwelchen Big Hits treffen auf jeden Fall. Ja. Ah, mein DK hat nur Big Hits. Ja. Hier irgendwie ein Footstool wieder. Bebe Campo hat jetzt schon irgendwie 3 Footstools bekommen, seit ich hier zugeguckt habe. Das ist schon crazy. Ja, Team Blau halt komplett noch auf dem ersten Stock. Nein, auf dem zweiten. Ja, und jetzt auch hier schon 0,5%. Also das können sie nicht mehr verlieren irgendwie. Okay. Sehr schön. Wie zur Seite gehittet. Verstehe ich auch nicht, wie das nicht der Sweet Spot sein konnte. Er war eigentlich in DKs Fuß drin. Ja, und so sehen wir jetzt auf jeden Fall noch ein drittes Game. Mal schauen, welchen Charakter Fuego Elo jetzt diesmal spielt. Gehen auf jeden Fall wieder auf PS2, Standard Stage, gerade für Doubles. Ja, und Repus leider nicht da. Schade. Ja, wollte eigentlich, aber musste dann doch arbeiten. Von daher, falls du zusiehst, Shoutouts an dich. Der ist bald in Singapur. Oh, da heftig. Kann er ja mal ein Smash-Turnier besuchen. Krass. Wir sehen hier jetzt auf jeden Fall den Random von Fuego Elo und okay. Ich bin gespannt. Oh, bekommt er den Bowser? Bowser okay. Und DK. Okay, hier 3 Heavies oder alle ziemlich heavy hier. Ja, Kazuya basically ein Heavy, also alle mit ordentlich Killpower ausgestattet. Und der King K, sehr, sehr stylisch. Ist immer auf jeden Fall ein Designer-Pick, wenn ihr irgendwo einen King K seht. King K gegen... Oh, und ein Spike. Mhm. Ja. King K Rule gegen DDD. Match um den wahren König. Auch immer sehr spannend. Ja, das ist immer funny, das König Ditto. Hier sehen wir auch die Bowser Side B fliegt hier schon durch den Raum. Ja, die sind Teams auch so gut einfach. Ja, auf die kann man so gut reacten, Mann. Kommt hier den Downer Spike on Stage. Fuego Elo unbedingt Downers treffen auf jeden Fall. Oh, hatten hier abgeschossen mit dieser Rakete. Das geht ja in Doubles, dass man dann eine Hitbox hat. Das ist ein bisschen so wie DDD Inhale, wo man an jemanden schießen kann. Okay, da ist die Krone. Was macht er jetzt mit der Krone? Das will ich sehen. Ja, irgendwie okay, nicht. Gar nichts. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt irgendwie ein Z-Drop, aber will die Krone noch ein bisschen behalten. Ich glaube, er will nur Downers spammen. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob ihm schon mal jemand gesagt hat, dass das nicht der beste Move ist von Bowser. Ja, da kommt sie. Oh, und perfekt reingehalten. Geil. Witzig. Und hier jetzt der Upsmash. Hohe Recovery war jetzt hier nicht so die richtige Entscheidung. So, jetzt beide hier schon auf dem letzten Stock. Während Fuego Elo und Bebe Campo beide noch 2 übrig haben. Upthrow bei 0%. Auch noch nicht gesehen. Suicide? Nee, kein Suicide. Nicht gegen King K. Rool. Stimmt, K. Rool hat zumindest eine gute Distance auf Recovery. Aber ja, wir haben hier ein 2 gegen 1. Und kriegt hier schön die Back Air. Super aggressive. 2-1 für Belcampo und Fuego Elo. Aber Happy Lori und Frechfuchs haben es ja noch spannend gemacht. Ja, auf jeden Fall.